Willkommen zu Folge 18 bei dem Let's Play Return to Mysterious Island. Und wir sind jetzt noch auf der Jagd, so von der letzten Folge noch, auf die Roboter. Wir müssen hier alle Schlüsselteile finden. Und wir hatten jetzt an mehreren Robotern vorbeigegangen. Sollen wir mal schauen, wo die anderen lauern. Wir müssen ja noch etwas zusammenbauen sogar. Beziehungsweise gucken wir mal hier hinten hin, ob wir irgendwas noch verwenden können oder was finden. Wäre natürlich super, wenn wir noch was finden. Ne, hier ist nichts. Vielleicht können wir unseren Kumpel nochmal hochschicken. Ah! Da haben wir einen. Erwischt! Da, klick, auch mitgenommen. Da liegt der Schlüssel. Sieht man kaum, ey. Schwebedüse. Ermöglicht es, Robotern zu schweben. Und sowas haben sie auf einer einsamen Insel gebaut. Okay, Nemo war nicht übel. Aber, dass er sowas hinkriegt, ist doch sehr vage ausgedrückt. Schwebedüse. Okay. Wo kann er hinfliegen, frage ich mich halt noch. Ja, wahrscheinlich irgendwann mal noch mitkriegen. Geh nochmal zurück. Vielleicht sehe ich ja dann hinten wieder noch zu neuen. Nee. Okay, hätte sein können. Aber ich gucke noch hier nochmal nach. Ob ich da vielleicht irgendwie es abschöpfen kann oder was mit benutzen kann. Können wir was reinschütten? Nein. Aber hier? Nein, es geht nicht. Können wir das benutzen? Und nein. Okay, hier geht erstmal nicht. Vergessen, nichts. Da unten geht nichts. Hier das Haus. Das meinten sie mit dieser Verbindung vom Telegrafen. Aber hier geht natürlich keine Strippe rein ins Haus. Okay, Knarre wieder auswählen. Die Flinte. Wir brauchen noch ein paar Gegner. Hier ist die Quelle. Die Schlange, die stört natürlich erstmal nicht mehr. Die Spinne ist auch noch da. So wie sich's gehört. Gehen wir mal dort entlang. Samwise, sind die Gegner ja weg. Erstmal. Da ist einer. Gehen wir mal da lang. Gucken, ob das Tier da ist. Nee, da ist noch kein Tier da. Sie abdrücke und ich habe noch den Köder. Zeig mal her, Köder. Davon hab. Geht nicht. Können wir vielleicht immer noch was anderes, was ich hatte. Was habe ich denn gerade gedacht? Die Falle. Nee, ist nicht im Hinsetzen gedacht. Muss noch viel woanders sein. Krebse. Okay, dann zurück zur Munition. Wir gehen zum Häuschen. Oh, ich dachte gerade, hier ist noch ein Roboter, ey. Roboter? Roboter? Nee. Hier ist eine Feuerstelle. Wenn ich das benutze, geht nicht. Okay, dann mache ich so weiter. Ich sehe gerade weiter nichts. Hier ist noch ein Vogelnest. Hier oben ist nichts. Vielleicht auch eine Glasscherbe oder so. Würde jetzt auch genügen, um Feuer zu machen. Aber selbst sowas haben wir nicht gefunden. Ist wieder Feuer. Okay, es geht an. Ist aber relativ uninteressant momentan. Das können wir nicht mehr anmachen dort unten. Das geht natürlich auch nicht. Oder das Feuer schon mal irgendwie vorentfachen? Nein, geht nicht. Kerze vielleicht trotzdem erst anmachen? Nein. Feuerstein anfachen ist natürlich nicht der Fall. Das Tuch bringt auch nichts. Aber wir haben noch zwei Tücher. Ich benutze es einfach mal. Davon habe ich schon. Ach, okay. Verstehe. Ich verstehe deine Einwände. Na gut. Flinte. Komm mal raus. Nägel haben wir auch noch ein paar.
Falls also irgendwo noch was gehen sollte, warum nicht? Ein Roboter. Er hat mich noch nicht entdeckt. Wir müssen ganz leise sein. Ah. Pam. Ganz leise. Erwischt. Wunderbar. Den haben wir. Ah, da oben der Affe. Der Bogen. Hier ist auch noch so ein Rätsel. Das habe ich auch noch nicht. Vielleicht können wir es auch erst später machen. Weil diese Hinweise sagen mir erstmal noch gar nichts. Okay, wir gehen mal da runter. Ich kann bestimmt wieder einen Schlüssel fallen lassen. Irgendwo. Da. Liegt da. Mit einem Stück wieder drinne. Klick. Hier ist hier so ein Schwebeding. Brauchen ja gar nicht so viele eigentlich. Ich nehme es trotzdem mal mit. Hier auf dem dritten Reiter packe ich mal alles hin. Okay, jetzt brauchen wir noch einen. Hier die Pistole. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um, ob ich noch was finden sollte. Erstmal nicht. Ach, guck mal, hier hängt noch ein Seil dran. Nur dadurch wird der Ast hier halten. Ist ja auch nicht schlecht, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Okay, wir gehen mal weiter. Wo ist noch ein Roboter? Dort vielleicht? Ne, das waren wir ja schon. Okay, dann könnte man dann später nochmal am Strand versuchen. Sie können ja mal hingehen. Da lang. Ne, Quatsch, hier waren wir ja. Die falsche Abzweigung mal wieder genommen. Also dort oben. Und da geht's runter. Genau. Guck mal da. Ach, guck mal, die sind an jetzt. Ah, Lähmungsgeschosse. Okay. Ah, Lähmungsgeschosse. Nicht schlecht. Dieses Gerät da hinten ist das. Kriegen wir das aus? Das ist zu hoch. Ah, pass auf. Er nimmt jetzt den Schlüssel in der Hand. Ach, ne, geht gar nicht. Beziehungsweise... Geh mal raus aus dem Ding. Und probier mal mit dem Schlüssel. Es funktioniert. Ein intelligenter Affe. Jab und Schraubenzieher. Er hat's geschafft. Zeig mal. Oh. Was müssen wir hier schaffen? Signal muss durchgehen. Momentan geht keins durch. Probier's mal aus. Was können wir hier drücken? Achso, jetzt müssen alle aktiviert sein. Okay. Jetzt haben wir Zweier an. Was passiert hier, wenn ich dann... Drück mal so. Das muss so aktiviert sein. Geht gar nicht anders. Sonst würde der nicht aktiviert sein. Die kriegen alle. Der kriegt hier Strom. Ich drück mal den noch. Okay. Nicht. Fehlt noch was. Vielleicht der noch. Nicht ganz, aber fast. So. Versuchen wir vielleicht noch den hier. Gucken wir mal. Der gibt den Strom hier lang. Nach oben. Mal wählen wir in die Richtung. Dann. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Strom ist hier. Trifft Reihe. Ich versuche mal bei dem ersten anzufangen, wie viel am meisten trifft. Einer. Zweier. Zweier. Keiner. Hier sind Zweier. Da sind Zweier. Trifft hier. Fünf. Hier trifft er alle. Da trifft er alle. Sieht mal gut aus. Okay. Machen wir mal so. Trifft aber nur ein. Der Stelle trifft er alle fünf. Sieht eigentlich recht gut aus. Nicht, ja gut, V
Fangen, gucken war doch mal. Das ist ein schönes Rätsel. Ach. Die müssen so aktiviert sein. Wenn ich umdreht, guckt der nach unten. Der nach rechts. Der muss eigentlich so stehen. Kommt ja gar nichts drum herum. Ich den schalte. Hier unten kommt er nicht ran. Jetzt kommt da unten ran. Es geht aber nicht nach oben. Es ist nur der eine an. Soll ich doch nur auf den einen gehen? Alles da unten. Und was würde ich hier alles schalten? Ein. Will alles leuchten. Ach, die kann man auch drücken. Oh, stimmt ja. Haben wir gleich gesehen. Na gut. Dann gucken wir mal. An. Drücken wir mal hier rum. Drücken wir mal hier rum. Klick. Hätten wir alle an. Gar nicht so einfach. Machen jetzt zum Beispiel 1, 2, 3. Schalten den. 4. Jetzt hätten wir hier zumindest alle an. Bringt mir aber so nichts. Schaltet so rum. 4. Ich verhunze es doch gerade. Sehe es doch. Der muss gedreht werden. Müsste ich kurz überlegen. Der muss komplett nach. Nee, das bringt ja auch nicht, wenn er nach unten guckt, eigentlich. Ich muss nur den hier umdrehen. Mal sehen. 1, 2, 3. Der dreht so rum. Klar, dann habe ich ja den jetzt gedreht. Strom. Strom. Der geht nicht. Den vielleicht nochmal hier drücken. Oh, da ist nur noch einer da unten. Das wird interessant. Der wäre hier an. Ob ich den hier drehen sollte. Es ist nur noch der eine da aus. Ich weiter drehe. Passiert gar nichts. Nur was vorne ausgeht. Dreh den mal zweimal. Okay. Der ist an. Der ist aus. Der muss entweder so oder so stehen, der letzte. Also der hier. Vierer haben wir schon mal an. Jetzt geht es nur noch die untersten beiden. Wie kriege ich da eine Linie hin? Vielleicht den hier drehe. Ja! Perfekt. Aus. Braves Äffchen. Braver Jepp. Wunderbar. Den Schraubenzieher legen wir mal hier vorne rein. Dieses Schwebeteil dort hinten. Das haben wir ja schon eigentlich 3 abgeschossen, aber da auf dem Boot lag nichts mehr. Da. Oh, der ist inaktiv. Was denn jetzt? Muss hier einen Code eingeben? Oh. Falsch, natürlich. Ketten. Ah, jetzt ist er. Ach so, hier ist ein anderer Code. Oh. Das kann jetzt heiter werden. Hä? Geh mal raus.
mal an. Hier steht Jahreszahl und 60. Nee, ne? Hat nicht geklappt. Irgendein Code muss es geben dafür. Dann habe ich hier den letzten. Oh, da fliegt noch einer. Ich kann nicht hier bleiben. Dieser Roboter wird mich sehen. Okay. Ich muss mal zurück in die Höhle. Aber warte mal. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann gleich wieder und auf Wiedersehen. Tschüss. Mein Name ist Mina und ich bin Soloseglerin. Ich bin im Südpazifik in schwere Winde gekommen und von einer Welle über Bord gespült worden. Ich habe mich durch die pechschwarze Nacht gekämpft, bis die Wellen mich hier angespült haben.